Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Slowaka und hier gibt es eine Spielevorstellung, so wie es sie jetzt jeden Mittwoch geben soll. Ganz kurz zum Kanal. Ich weiß, alle, die jetzt nur wegen Railroad reinschalten, es geht gleich los. Also, ab jetzt soll es jeden Mittwochabend eine Spielevorstellung geben. Das können ganz kleine Spiele sein, wie dieses hier auch. Das hängt ein bisschen davon ab, was so rauskommt, was ich bekomme und so weiter. Das soll eine feste Instanz jetzt werden, dass mittwochsabends ein Spiel vorgestellt wird, weil mir das so einen Spaß macht, die Sachen vorzustellen. So, das kurz vorneweg, weil auch das Staffelsystem, zumindest die ersten beiden, die jetzt feststehen, nämlich Stellaris und Phoenix Point, was jetzt immer staffelweise kommt, das kommt von donnerstags bis dienstags, das heißt, mittwochs ist ein Tag frei und dafür kommt dann eine Spielevorstellung hier rein. So, heute stellen wir ein sehr kleines, sehr entspannendes Spiel vor. Zumindest kann man es so spielen. Und der Entwickler, der da heißt Bitrich, und nur aus einer Person besteht. Bitrich.info ist die entsprechende Website, so heißt auch die ganze Company sozusagen, er alleine. Die schlagen das auch so vor. Bitte spielt das Ding ganz in Ruhe. Es ist dafür gedacht, aus der stressigen Welt ein bisschen auszusteigen. Das Ganze ist ein Simulator für, naja, für Bahnhöfe oder für eine Stadt zumindest, für mehrere Bahnhöfe innerhalb einer Stadt. Es müsste auch nicht, man kann es auch umbenennen in unterschiedliche Städte, das funktioniert alles wunderbar. Und das schauen wir uns einfach mal an. Wir haben hier ein paar Endloskarten und wir haben Fahrplankarten. Der Unterschied ist, bei den Endloskarten muss man Sachen freischalten. Das kann man hier auch tun, aber hier kann man seinen eigenen Fahrplan zusammenbauen, über die Zeit Verträge abschließen und so weiter. Hier gibt es schon das ist eine zeitlich begrenzte Geschichte, wo man einen bestimmten Fahrplan abarbeiten muss. Und wenn der durch ist, hat man quasi das dann gewonnen, wenn man es denn gewonnen nennen möchte. Wir gehen mal nach Berlin und ich starte hier mal ein neues Spiel, weil ich habe da natürlich schon mal reingeschaut. Und Berlin nehmen wir, weil es jetzt die einzige deutsche Stadt ist, die es hier so gibt. Und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Also, es ist, nee, das wissen wir. Verträge können wir machen. So, das soll Berlin sein. Es sieht natürlich nicht ganz so aus. Ich mache mal kurz auf Pause. Und wir haben hier unterschiedliche Bahnhöfe. Den Hauptbahnhof, Friedrichstraße, Potsdamer Platz, Heidelberger Platz, Tempelhof, Südkreuz, Wannsee, die Heerstraße, die Beusselstraße, den Grunewald, Charlottenburg, Ruhleben und Gesundbrunnen. Das muss man sagen, wenn man jetzt Berlin kennt, dann ist das hier jetzt, sieht das nun so gar nicht aus wie Berlin. Und eigentlich würde es vom Hauptbahnhof auch über den Potsdamer Platz zum Wannsee gehen. Und naja, also das stimmt hier jetzt nicht. Aber gut, man kann sich diese Karten auch selber zusammenbasteln, wenn man möchte. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ihr seht, wir haben noch keinen Zugang hier zu diesen ganzen Gleisen der unterschiedlichen Bahnhöfe, sondern bisher haben wir nur Gleis 3 beim Gesundbrunnen, Gleis 3 in Charlottenburg und Gleis 2 und 3 in Ruhleben. Wir haben hier unten unseren Fahrplan. Ein paar Züge haben wir schon, die laufen. Und jetzt sehen wir hier in Ruhleben, wir sind gerade hier, wir können auch nach Charlottenburg gucken und in Gesundbrunnen, da ist noch nicht so viel los. In Ruhleben, da blinkt es, weil die S1641 hier losfahren möchte. Und zwar soll die von 8.01 bis 8.02 Uhr in Ruhleben sein. Und dann sehen wir hier, wann sie in Charlottenburg sein soll. Und dann fährt sie zurück nach Ruhleben. Und wir sehen hier die Gleisnummer. Also von 3 auf 3 auf 2. So ist das geplant. Ich mache jetzt erstmal das nur. Und man kann das Spiel in Echtzeit spielen. Das ist in dieser Konstellation natürlich jetzt nicht so, dass man das unbedingt brauchen würde. Wenn man sich jetzt das alles ausbaut und die Fahrpläne richtig voll macht, dann wird es in Echtzeit sogar ganz lustig. Ansonsten kann man hier aber auch in 25-facher Geschwindigkeit spielen, wenn man denn möchte. So, da wir da jetzt draufgeklickt haben und damit hier die Info haben von dem Zug, können wir jetzt sagen, komm mal auf Gleis 3, du darfst jetzt reinfahren. Wir sehen hier unsere Streckensignale und hier unsere Weichen. Dann bauen wir das mal so auf, dass der da ordentlich hinkommt.
Es ist jetzt, wir haben ihn jetzt sehr pünktlich hier reingebracht. Ihr seht, wie langsam das läuft, ne? Und wir sehen anhand dieses kleinen Scheinwerfers, in welche Richtung das Ding fährt. Denn wir können den mit Klick, mit rechtem Maustaste, können wir den umdrehen lassen oder auch hier wenden lassen. Muss man aber jetzt nicht die ganze Zeit machen. So, der wird jetzt hier eine Minute lang ein- und aussteigen erlauben. Und hier sehen wir, er ist noch 45 Sekunden im Bahnhof Ruhleben. Ich schalte den jetzt schon mal frei, weil der wird um 8.02 Uhr wird der losfahren und wenn er dann hier vorher noch kein grünes Licht hat und stoppt, gibt es ein paar Minuspunkte. Ansonsten gibt es hier Pluspunkte. Ich lasse das jetzt erstmal einmal laufen in Fünffach, beziehungsweise ich gucke mal, ob wir irgendwo anders noch irgendwas haben. Ich glaube nicht. Nee, und das hier in Charlottenburg, das ist nämlich der gleiche. Das ist nämlich die Ankunft von dem. So, jetzt fährt er darüber. Alles ganz easy. Das können wir auch in 25-facher Geschwindigkeit machen, damit hier was vorangeht. Aber wir könnten auch schon mehr machen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ich das jetzt hier natürlich erstmal zu Präsentationszwecken so zeige. So, der bleibt jetzt hier 2 Minuten. Er war pünktlich da. Ich drehe ihn jetzt schon mal um. Und er soll jetzt hier auf Gleis 2 zurückfahren. Also machen wir das wieder frei hier oben. Und schauen doch jetzt mal. Ich mache mal auf Normalgeschwindigkeit. Schauen jetzt mal, wie wir hier ein bisschen mehr Action reinkriegen. Also es gibt ein paar mehr Sachen, die wir machen können. Zum einen sehen wir zum Beispiel jetzt, na, ich zeige euch erstmal das hier. Wir können bauen. Ihr seht, wir haben 20.000 an Kohle und wir können jetzt derzeit nur Gleise bauen und das sind auch all diese hier, die 40 Stundenkilometer erlauben oder Signale. Das sind solche Teile wie das hier. Das alles können wir freischalten. Also mit 80 km/h, 120 bis 200 km/h geht das hoch. Es gibt Tunnel, es gibt Depots, es gibt die Geschwindigkeit innerhalb der Gleise können wir auch ändern und upgraden, sobald wir es erforscht haben. Und es gibt auch automatische Signale, Bahnsteigsgeschichten, Abfahrtsensoren und Fahrstraßensensoren, die dann automatisch die Sachen freischalten, wenn da was kommt und das dahinter frei ist. Das ist ganz cool. So, jetzt können wir hier noch nicht viel bauen und wir wissen ja auch noch gar nicht, was wir bauen sollen. Warum sollten wir was bauen? Deswegen gehen wir noch einmal weiter. Erstmal zum Kaufbildschirm. Hier können wir uns die Bahnsteige dazu kaufen. 1500. Und wir können auch solche Bereiche hier, das sind Autoblöcke, die sind quasi schon da, die muss man freischalten und kaufen. Ich würde euch jetzt gerne den Berliner Hauptbahnhof später zeigen. 12.000. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wir schauen mal. Genau. Also das muss man aber auch erstmal erforschen und da sind wir beim Thema, nämlich hier bei den System-Upgrades. Hier können wir Verträge upgraden, Automatisierungen upgraden. Also bei den Verträgen gibt es dann zum Beispiel, momentan bekommen wir nur Verträge für Personenzüge. Hier würden wir dann Güterzüge freischalten und Intercities freischalten. Auftragslimit ist erreicht, obwohl wir so langsam spielen. Ist das nicht zu fassen? Fährt der eigentlich los? Alles gut, ne? Ja. Also, und Intercities freischalten, dann gibt es hier dann die Möglichkeit, zum Beispiel den Bahnsteigwechsel. Ich habe euch gerade gesagt, dass dieser Zug hier von 3 nach 3 auf 2. Also, und dann könnte es ja sein, wenn wir jetzt mehr bauen, dass wir das irgendwie ändern wollen, weil der nicht erst, der könnte ja einfach immer von 3 nach 3 fahren. Dann kann man das hier auch ändern. Das muss man aber eben auch freischalten. So, dann gibt es Automatisierungen. Das ja, kann man sich ja vorstellen, dass automatische Signale und so weiter, also dass das alles einfacher geht, dass man nicht jeden Klick selbst machen muss. Hier gibt es die Möglichkeit, diese Autoblöcke zu kaufen, das Bahnhofslimit zu erhöhen. Das ist momentan bei 5. Jetzt sind, dann sind's, wären es 7 und dann wären es 12. Und hier sind die Geschwindigkeiten der Gleise und dann gibt es noch die Stellwerksoberfläche. Da gibt es dann einfach weitere Knöpfe hier, die die ganzen Sachen auch verbessern und beschleunigen. So, kurzer Schnitt, liebe Freunde, denn ich habe, das ist der Vorführeffekt, ne? Ich habe jetzt schon Verträge, ich wollte weitermachen mit den Verträgen, habe einen Vertrag abgeschlossen, habe gleich 2 Züge völlig in die falsche Richtung geschickt. Da war es dann schnell schwierig. Deswegen kurzer Schnitt und wir kommen zu den Verträgen. Also, jetzt können wir neue Verträge abschließen, die wir sozusagen in unseren Fahrplan einbauen.
Wir haben hier jetzt zwei momentan, die uns angeboten werden. Im letzten Spiel hatte ich da schon, also das, was ihr vor dem Schnitt gesehen habt, da waren hier schon fünf. Ich weiß nicht, warum, das ist sehr unterschiedlich, wie die Verträge kommen, aber gut. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Wir bekommen momentan angeboten eben diese Nahverkehrszüge in Dauerschleife, stündlicher Turnus. Das heißt, die werden dann jede Stunde die Strecke fahren, die wir uns hier jetzt aussuchen. Wir haben einmal einen von Gesundbrunnen nach Charlottenburg nach Gesundbrunnen. Und einmal hier einen von Ruhleben, Charlottenburg, Ruhleben. Das ist quasi der gleiche wie der hier. Und dann gibt es hier eine Zielgeschwindigkeit, wie schnell die Company das gerne hätte, wie schnell die sein möchten, nämlich 78 Stundenkilometer. Und danach wird es einen Test geben, wie schnell wir denn sind und wann wir das genau machen wollen. Und dann kommt erst die endgültige Bezahlung hier auf den Tisch. Und wir wissen, unsere Gleise sind momentan nur bei 40 Stundenkilometern. Das heißt, wir werden diese 78 nicht schaffen. Das ist also ein ziemlich schlechter Vertrag. Ich würde mir jetzt wünschen, wir hätten noch einen schöneren. Ich nehme jetzt erstmal den, weil der relativ klar ist. Den können wir mal akzeptieren. Beziehungsweise, wir sehen gerade, wir haben schon den nächsten Zug, der jetzt gerade losfahren soll. Insofern wäre es jetzt doof, das zu akzeptieren. Dieser Zug soll nach Gesundbrunnen fahren. Das können wir direkt machen. Jetzt ist die Frage, ob wir einen zweiten machen wollen, der jetzt auch noch gleichzeitig, aber nee, der kommt hier gerade an, der fährt hier gerade ab. Das heißt, wenn wir jetzt einen neuen Vertrag hier starten, dann macht das keinen Sinn. Wir warten jetzt einfach kurz, beziehungsweise wir schicken den los nach Ruhleben. Ich beschleunige mal ein bisschen, wann soll der losfahren? Der hat sowieso eine Durchfahrt, genau. Also dieser hier, der hat immer eine Minute Aufenthalt, weil der Passagiere abholt. Der andere hingegen ist einer, der fährt einfach durch und fährt auch hier oben durch. Das heißt, der hat überhaupt keinen Stopppunkt sozusagen. Gut, da das aber jetzt das Einzige ist, nehmen wir den. Sobald der hier raus ist, fahren wir los hier, Junge. Genau, dann machen wir quasi das Gleiche, was der auch macht. Wir akzeptieren das. Und jetzt, genau, kommt dieser Zug sofort in Ruhleben an. Beziehungsweise wir können jetzt entscheiden, wann wollen wir das Ding starten. Und ich würde sagen, ja, wenn der jetzt schon raus ist, dann machen wir das so einfach mal. Wir starten auf der 3, bringen das Ding aufs Gleis und werden dann sofort, der ist jetzt fertig, abgeschlossen. Wir kriegen hier einen Erfahrungspunkt und 2000 Geld obendrauf. Und wir schicken den hier, der wieder seine Minute Aufenthalt hat, nach Charlottenburg. Jetzt seht ihr hier in diesem dieser Testfahrt sozusagen, dass hier noch keine Gleise angegeben sind. Hier steht 3, aber da noch nichts und hier noch nichts. Das liegt eben daran, dass diese Testfahrt jetzt quasi festlegt, wo der entlangfahren soll, dann ab jetzt jede Stunde. So, das zweite haben wir auch erledigt, wunderbar. Die Testfahrt machen wir jetzt und naja, wir machen das mal so, dass der dann auch auf die 2 wieder zurückfährt. Jetzt hoffe ich noch auf einen schönen Vertrag. Es kommt gerade nichts rein, aber gut, wir können ja mal ein bisschen schneller laufen lassen. Weil momentan ist das alles relativ easy. Ich gucke jetzt noch einmal, Ruhleben ist das nächste um 8.20 Uhr. Wieder so ein Bereich. Aber das sollten wir gerade so hinkriegen, hoffe ich mal. Charlottenburg sind nur die, die da jetzt ankommen. Noch steht der da gar nicht drin. Charlottenburg, wir drehen ihn um. Wir fahren ihn auf die 2 und machen hier schon mal Platz. Dann sollte der 18 und 19 hier reinkommen und hier kommt gleich der nächste. Ja, könnte ein bisschen eng werden, muss man sagen. Also könnte ein bisschen eng werden, dass das hier passt. Obwohl, nee, sieht gut aus. Alles klar, dann kommt hier der nächste. Ruhleben, wir schalten ihn ein. Er kommt hier raus. 22 soll er eigentlich schon losfahren. Ja doch, müsste gerade so hinkommen. Ja, ist tatsächlich gerade so. Und dann fährt der wieder los. Und dieses Ding sollte jetzt beendet sein. Und dadurch haben wir einen neuen Vertrag. Machen wir mal schnell. Der soll bis 24 da sein. Und jetzt haben wir hier die Zusammenfassung, was wir jetzt geschafft haben. Das ist jetzt die Strecke, die wir sozusagen ausgewählt haben. Sie wollten 68 Stundenkilometer und hätten bis zu 5000 gezahlt. Wir haben jetzt nur 55% davon erreicht, weil wir nur 38 Stundenkilometer geschafft haben. Deswegen werden wir jetzt 2800 nur kriegen. Und es werden auch immer Strafen festgelegt, also bei Verspätung 200 runter. Wenn wir auf dem falschen Bahnsteig einfahren, 300 runter. Das akzeptieren wir so und ab jetzt sollte das hier
mit eingetragen sein. Und wenn wir jetzt den Fahrplan mal aufklappen, dann sehen wir, ja, jetzt ist zumindest, ist das die? Ruhleben 3 und hier auch Ruhleben 3. Genau, jetzt kommt der jedes, ah ne, hier ist er, da ist er, zum ersten Mal wieder eingetragen, genau. Da hatten wir ihn gestartet, das wird nicht angezeigt, weil es die Testfahrt ist. Und hier kommt es jetzt jede Stunde obendrauf. Und ihr seht, man kann das sich jetzt alles ausfüllen und man kann sich vorstellen, dass man, wenn man alles hat hier, dass es dann ein bisschen eng wird und dass man dann durchaus auch mal auf dieser Geschwindigkeit spielen möchte. So, hier soll es zurückgehen zu Ruhleben 2, das machen wir mal schon mal an. Warten kurz, bis der da steht. Und jetzt hoffe ich auf einen schicken neuen Vertrag. Charlottenburg ist alles gut. Gesundbrunnen passiert auch nichts. Wir haben 4 Verträge. Da sollte es doch jetzt was geben. Das ist uns ermöglicht zu zeigen, wie man jetzt hier Kram baut. Gesundbrunnen nach Charlottenburg nach Gesundbrunnen. Genau, sowas habe ich gesucht. Wir schauen jetzt nochmal. Hier gibt es Gesundbrunnen, Charlottenburg, Gesundbrunnen auch. Aber für dort 1000. Das ist ja albern. Auch wenn die nicht so schnell sein möchten. Hier gibt es einen mit einer enormen Strafe, also 2000 auch Gesundbrunnen, Charlottenburg, Gesundbrunnen, aber wenn man am falschen Bahnhof ansteigt, 1100 runter, also das ist zu krass. Und hier haben wir nochmal 3000er Gesundbrunnen, Charlottenburg, Gesundbrunnen. Komm, wir nehmen den hier, denn wir müssen dann hier rüberkommen in irgendeiner Form. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, wann hier die nächsten kommen. Ja, es wird jetzt schon eng, die darüber fahren zu lassen. Und wir bauen jetzt erstmal was. Wir brauchen nämlich für dieses Ding, wir akzeptieren es trotzdem schon mal, Zielgeschwindigkeit 72, das wird ein bisschen teuer sein, wird ein bisschen weniger sein, aber gut. Aber jetzt Gesundbrunnen Charlottenburg, wir könnten jetzt natürlich den hier in den Bahnhof dann umdrehen und dann wieder zurückfahren lassen, aber das ist ja albern. Deswegen werden wir jetzt hier ein neues Gleis bauen. So, damit der Grunewald... Also wir können jetzt hier schräg runter. Ich würde mal hier ein Stück weiter nach unten fahren. Und dann... Ach, verflixt. Warte mal ganz kurz. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Man kann bei Strecken, die jetzt gerade aktiv sind, kann man quasi nichts machen. Ich würde die ganz kurz noch mal inaktiv machen, damit wir das bauen können. Das geht zum Glück noch. Wenn der Zug jetzt hier schon drauf wäre, würde es nicht mehr gehen. Und dann können wir das hier verbinden. So, damit haben wir zumindest unsere Strecke schon mal Gesundbrunnen-Charlottenburg. Und wir können jetzt noch ein Signal einbauen. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Das geht nur auf geraden Streckenteilen, nicht auf Ecken und auch nicht auf Schrägen. Und dann vielleicht setzen wir das hier hin. Ja, wir setzen das mal hier hin und wir können das jetzt umdrehen. Das gilt immer nur in eine Richtung. Nehmen wir mal die von oben, dann kann der von hier kommen, auch wenn hier unten noch Betrieb ist, und sich da schon mal hinstellen. Dann würde ich das mal so zusammenbauen und dann den hier oben, jetzt können wir wieder weiterlaufen lassen, den freischalten, dass der zurückkommt. Und hier im Gesundbrunnen starten wir den nächsten Auftrag und nehmen den hier. Und ich hoffe, dass der bald losfährt. 27, hau rein, Junge. Also wir können hier, ich denke, der wird jetzt hier auch eine Minute halten. Jawohl. 8.27 Uhr wird er jetzt in Gesundbrunnen eingestellt. Dann können wir, ups, das war nicht gut. Können wir das hier fertig machen und den da schon mal freischalten. Und wenn er jetzt hier vorbei ist, kann er schon mal losfahren. Hervorragend, ohne dass hier ein Problem besteht. Danach wird die Weiche verstellt und dann schalten wir das frei. Diese Weichen sind immer automatisch, also auch ein Streckenabschnitt. Ihr seht, wir können das jetzt hier einfahren lassen, auch wenn wir ursprünglich mal diese gesamte Breite hier freigeschaltet haben. Oh, war das jetzt hier? Nee, doch, alles gut. Und in Ruhleben kommt jetzt gerade der nächste, also starten wir auf Nummer 3 den nächsten. Der soll zum Gesundbrunnen fahren, das passt ja hervorragend, der soll hier oben lang. Das ist auch eine Durchfahrt, das ist wieder dieser Güterzug. Das hat jetzt gerade hervorragend funktioniert, das passt sehr gut zusammen. Und ihr seht jetzt schon, also wir haben noch nicht mal so wahnsinnig viele, aber dann wird es schon ein bisschen hakeliger. Der soll jetzt von Gesundbrunnen nach Charlottenburg nach Gesundbrunnen zurück. Insofern drehen wir ihn um. Wir haben das hier oben. Der darf jetzt natürlich erst dann, wenn der losgefahren ist. Und da ist die Zeit ein bisschen eng. Aber wir können... Ups. Ah, verflixt. Okay, das geht dann doch nicht. Naja, das hätten wir jetzt nicht machen dürfen.
jetzt kriegen wir da schon einen negativen, also ein Mali. Weil ich das jetzt umgeschaltet habe, gilt es dann doch als ein Streckenabschnitt. Wenn zwei Züge gleichzeitig auf einem Streckenabschnitt sind, gibt es Negativpunkte. Naja, gut. Also, wir haben es aber jetzt schon mal geschafft, 5 Züge hier zuzustellen sozusagen. Und jetzt können wir was freischalten. Also entweder einen neuen Vertragstyp. Die Güterzüge, die fahren halt immer durch. Das ist gar nicht so schlecht, weil man dann auch so einzelne Geschichten hat, mal zwischendurch und nicht immer diese wiederkehrenden Sachen. Die gibt es aber auch, genau, einmaliger Güterzug, einmaliger Intercity. Das sind dann beschleunigte, also kriegt man einfach schneller Kohle und hat nicht die ganze Zeit dieses Problem, den Fahrplan auszubaldowern, sondern man kann zwischendrin einfach mal ein bisschen Geld verdienen, indem man da einen Zug durchschickt. Ich würde jetzt mal, damit wir vielleicht noch zum Berliner Hauptbahnhof kommen, diese Autoblöcke kaufen. Dann gibt es auch hier mal eine Info, wie das funktioniert. Das machen wir jetzt. Sie sind mit automatischer Signalisierung ausgestattet und so weiter. Ihr könnt euch das durchlesen. Diese Autoblöcke heißen deswegen Autoblöcke. Das sind quasi Streckensegmente, die jeweils 10-mal länger sind als eine sonstige Strecke. Also das hier sind quasi 10 Striche. Das heißt, es braucht auch ein bisschen länger. Jetzt müsste man mal gucken, jetzt muss ich mal schauen, ob wir die... Ich glaube, wir kaufen dann alles, ne? Für 12.000. Ja, so sieht's aus. Wunderbar. Also 4.000 für einen Block. Vielleicht haben wir einen Auftrag nach Berlin Hauptbahnhof. Leider nein. Dann würde ich jetzt mal ein paar ablehnen hier. Den für 1.000... Die 4.000 lehnen wir mal alle ab. Lass sie mal weiterlaufen und hoffe auf mehr. Und dann bauen wir uns mal eine Strecke zum Berliner Hauptbahnhof. So, ich glaube unten, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir durch Gleis 2 und 1 durchfahren, nehmen wir jetzt mal... Also Gleis 211 für den Berliner Hauptbahnhof und dann hier unten vielleicht weiter nach zum Heidelberger Platz würde ich mal die untere kaufen und auch den Charlottenburger. Wir haben zum Glück genug Geld. Ich hoffe, das reicht auch noch für die Gleise. Dann bauen wir uns hier einen hier rüber. Einfach straight ran. Und hier vielleicht auch noch einen. Können wir jetzt zum einen mal so eine Kreuzung machen. Was ich gerade nicht weiß... ist, wie wir da jetzt gut rankommen, weil hier, also das können wir natürlich machen und wir können hier hoch, ach, jetzt haben wir kein Geld mehr, ja gut, okay. Das Gute beim Bauen ist, also es ist nicht so, dass man dann nur die Hälfte wiederkriegt, wenn man was abreißt, man kriegt den vollen Betrag immer wieder, also man kann sich hier schön austoben, ein bisschen probieren und wenn es nicht klappt, kann man es wieder abreißen und kriegt genau das gleiche Geld wieder. Ja, dann müssen wir hier eigentlich nochmal was abreißen oder wir müssen noch einen Auftrag erledigen. Wir haben ja sowieso noch gerade keinen Auftrag für Berlin, insofern für den Hauptbahnhof. Insofern machen wir mal noch einen Auftrag, hoffentlich. Dann kommt hier der nächste, 8.40 Uhr kommt einer. Der sollte jetzt durch sein. 38, komm, dann schicken wir mal die Geschwindigkeit nach oben. Könnte mich jetzt auch hochcheaten, aber na gut. Wir haben nur 52% erreicht, 1.600 bekommen wir. Also wenn wir da verspäten, dann ist, haben wir wirklich viel zu wenig Kohle. Aber gut, wir akzeptieren das so. Damit ist der jetzt auch hier im Gesundbrunnen-Fahrplan mit eingebaut und kommt hier das nächste Mal. So, jetzt einmal kurz nochmal Ruhe. Hier kommen wir auf Gleis 3 rein, wollen auf Gleis 3 in Charlottenburg. Das schalten wir schon mal frei. Und wir haben jetzt ein bisschen Geld für den ersten gekriegt. Insofern schaffen wir es vielleicht zumindest. Ach, ich muss ja in Berlin auch noch kaufen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Geld. So ein Ärger. Na los, fahrt schnell, Jungs. Immer mal auf volle Geschwindigkeit. Also jetzt gerade ist ja wieder wenig los. Es wäre natürlich schön, wenn wir das jetzt hier voll bauen könnten. Aber erstmal ist das relativ simpel. So, du sollst zurück auf die 2. Wir drehen dich. Jetzt drehen wir dich um. Na, so schnell ist dann
doch vielleicht ein bisschen doof. Und in Ruhleben kommt der nächste. Und ein bisschen langsamer. Nein. Ach. Ja. Also so schnell geht es dann doch nicht. Jetzt haben wir ein richtig, das war richtig doof. Trotzdem haben wir die 2000 gekriegt. Der sollte eigentlich zum Gesundbrunnen. Wenn ich das freischalte, kann ich die Dinger nicht mehr umdrehen. Das heißt, der fährt jetzt erstmal da hinten hin und dann müssen wir ihn zurückfahren. Beziehungsweise, ich gucke jetzt mal, das weiß ich gar nicht, ob ich ihn hier umdrehen kann. Mitten auf der Strecke. Auf jeden Fall können wir uns jetzt den Berliner Hauptbahnhof leisten. Das ist doch auch was. So, jetzt könnte ich den, vielleicht kann ich ihn stoppen und wenden. Nein, das geht noch nicht. Das geht später. Das kann man auch freischalten, dass man die Züge stoppen und wenden kann. So, das machen wir frei. Und jetzt bitte stopp, wenden, gib Gas, Junge. Du müsstest schon lange da sein. Aber wir haben jetzt auch das Geld, um hier im Berliner Hauptbahnhof. Ja, wir können ja hier für die unteren beiden, das macht ja irgendwie Sinn. So, jetzt kaufen wir noch das Gleis dazu. Schaffen wir das noch? Nein. Auch noch 800. Ja, gut. Das sollte jetzt schnell möglich sein. Also komm. Oh, das gibt Strafen. Ich weiß gar nicht, ob es Strafen gibt gerade. Wir können mal in die Vertragsübersicht schauen. Wo war denn die nochmal? Moment. Hier, aktive Verträge. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist eine ganz gute Übersicht hier. Man kann jetzt nach der Ankunft sortieren, damit man weiß, was als nächstes passiert. Also um 9.26 Uhr. Irgendwie stimmt das hier jetzt gerade nicht, weil hier ist irgendwas falsch. Aber gut, irgendwie ordnet er es gerade falsch, das irritiert mich ein bisschen. Aber wir sehen hier, wir haben hier angenommene und aktive Geschichten momentan und es gibt auch erledigt. Diese aktiven, die jetzt jede Stunde kommen, ihr seht hier 1 von 5. Es ist so, man kann die Verträge ablehnen, aber wenn man noch nicht mindestens diese Anzahl von Zügen erledigt hat, die hier als im Vertrag festgelegt sind, dann kostet das was. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel diesen Vertrag ablehnen, dann müssten wir 4.000 Euro Strafe zahlen. Wenn wir allerdings die 3 schon mal erledigt haben, dann können wir das einfach ablehnen und dann kostet es nichts. Okay, fahren wir weiter, wir brauchen ein bisschen Geld. Sollte das nächste hier in Ruhleben auftauchen. Dieses Ding hier. Verspätung, habt ihr gesehen, gab einen Minuspunkt. Mal nochmal langsam einmal kurz, der soll nach Charlottenburg fahren, so ist richtig. Alles klar. Und jetzt haben wir aber die 1900, um endlich hier hinten das letzte Gleisstück zwischen Berlin und Charlottenburg zu bauen. Und damit könnten wir, wenn wir da was haben, auch wenn wir schlecht sind gerade, na, wir haben wieder nichts nach Berlin. Ach Mann. Komm, ich lehne nochmal ein paar ab. Ich möchte gerne einen ordentlichen Auftrag zum Berliner Hauptbahnhof bekommen. Hau rein. Machen wir es nochmal einmal schnell. Wieder Gesundbrunnen Charlottenburg-Ruhleben. Also ich hatte schon mal Verträge, dass man dann gar keinen Vertrag abschließen konnte, weil der dann immer ganz woanders hin wollte. Halt, du willst zurück, bestimmt. Und zwar halt! Rechte Maustaste. Nein, nicht den gleichen Fehler nochmal, bitte. So. Jetzt komm, ein Vertrag. Kommt schon, Jungs. Ich kann sonst auch nochmal schneiden. Gesundbrunnen, Charlottenburg, Gesundbrunnen. Mann, 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 Mann. Es will nicht. Da kommt der nächste. Das ist wieder die Durchfahrt, die jetzt auch schon wieder Minuspunkte kriegt, aber besser als gerade eben. Und da kommt der nächste. Ups, jetzt pausiere ich nochmal einmal. Da ist einer zum Berliner Hauptbahnhof. Alles klar. Das ist sogar Gesundbrunnen Berliner Hauptbahnhof Friedrichstraße. Da müssten wir noch weiter bauen. Das wäre eigentlich total super. Und hier hätten wir Gesundbrunnen Berliner Hauptbahnhof Ruhleben.
Gesundbrunnen, Berliner Hauptbahnhof, Ruhleben. Das ist doch mal eine Strecke, die wahrscheinlich ganz schön dauert und wo wir dann auch noch zusätzliche Gleise vielleicht bauen sollten. Aber das mache ich jetzt noch einmal. Also, zum einen müssen wir den hier starten. Halt! Ich würde mal ein bisschen... Ja, so schnell bin ich nicht. Wir könnten auch zusätzliche Signale hier reinbauen. Und wie gesagt, später kann man das auch verbessern, indem man dann auf diese Gleise automatische Signale und so baut. Also, Gesundbrunnen, Hauptbahnhof... Nee, das hier wollten wir. Gesundbrunnen, Hauptbahnhof, Ruhleben. Das ist ganz schön anstrengend. Aber wir machen das mal, sobald der Gesundbrunnenzug da oben da ist. Nehmen wir den. Der fährt da oben jetzt rein. Der fährt da rüber. Der ist abgeschlossen. Wir haben hier jetzt gerade die enge Stelle. Also wo wir schon, das ist schon unser zweiter. Das heißt hier, eigentlich fährt hier gleich ein neuer rein. Jetzt können wir aber gucken, ob wir das ganz schnell hinkriegen. Dass wir von Gesundbrunnen vielleicht hier oben reinfahren. Nee, halt, wo ist es denn jetzt? Das ist alles woanders, über Heerstraße, Gesundbrunnen, Hauptbahnhof, Ruhleben. Ja, da bräuchten wir eigentlich noch eine Strecke. Aber wisst ihr was, ich mache das jetzt einfach trotzdem, auch wenn es jetzt falsch wahrscheinlich laufen wird. Wir bringen den jetzt sofort auf die Strecke, weil ich möchte euch einmal wenigstens nochmal diese Durchfahrt durch diese Autozuggeschichte, Autoblockgeschichte zeigen. Jetzt könnten wir den ja ziemlich gut hier unten durch, wir ignorieren jetzt einfach, dass die anderen zu spät sind, da durchschicken und dann lassen wir den gleich durchfahren. Der muss dann hier zum Hauptbahnhof durch. Und das machen wir jetzt noch einmal. Den müssen wir jetzt umdrehen. Der muss dann später auf Gleis 2 wieder rüber. Und hier wird gleich schon, glaube ich, der nächste kommen. Na, 9.20 Uhr. Okay, dann lasse ich den mal ein bisschen schneller fahren hier. Durch Charlottenburg durch. Ja, es reicht sogar fast. Es ist sogar frei hier. Sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch... Jetzt muss ich erst den umlegen und dann kann ich den umlegen und dann sollte das klappen. Wunderbar. Hat funktioniert. Und jetzt sollte 9.20 Uhr in Ruhleben der nächste kommen, richtig? Während unser Zug in Charlottenburg eine Durchfahrt hat. Wir bringen hier auf Gleis 3 schon mal einen auf die Strecke. Der fährt zurück. Der hat hier bis 22 Aufenthalt und wir gucken... ob wir da gerade so durchkommen und schauen gleichzeitig auf dieser Seite. Da fährt er nämlich jetzt rein, wie durch so einen Tunnel. Und jetzt sieht man, der fährt jetzt quasi, also er ist jetzt auf diesem ersten Streckenblock. Nur mal zum Thema, wie viel das dann werden kann. Das ist jetzt auch, also der ist jetzt geblockt. Ne? Hier ist frei. Also sobald der da ist, könnte hier schon wieder einer reinfahren. Und das braucht eben eine ganze Weile, weil es eben, wie schon gesagt, zehnfache Länge hat. Ihr seht, dass der fährt jetzt eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Nochmal einzeln, wie lange der jetzt da drin ist. Sieht man jetzt nicht. Aber es dauert. Da ist er auf dem zweiten. Dann ist der erste wieder frei. Und so weiter und so fort. Jetzt ist er am dritten. Der erste ist frei. Und hier können wir schon mal sagen, der soll wieder zurück und dahin und umdrehen. Und... wir erwarten die Einfahrt unseres ersten Zuges in den Berliner Hauptbahnhof. So, liebe Leute, und damit habt ihr auf jeden Fall mal einen Eindruck, wie das hier funktioniert. Und tatsächlich ist es, glaube ich, am schönsten, also ganz am Anfang muss man immer mal ein bisschen schneller laufen lassen und so. Aber wenn man erstmal so einen bestimmten Fahrplan hat, dann kann man echt so zwischendrin mal das in Normalgeschwindigkeiten nebenbei laufen lassen. Oder wer völlig wahnsinnig ist, steht morgens um 8 auf, startet 8 Uhr und dann spielt er einen Tag in Echtzeit. Das ist doch auch mal der wahnsinnigste Livestream, den man machen könnte. 24 Stunden lang Railroad. Na gut, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Wie gesagt, jeden Mittwoch eine Spielevorstellung. Morgen im Übrigen, Info startet Old World. Das 4X-Strategiespiel wird morgen released und wir schauen da nicht nur rein, sondern wir let's playen das auch. Alles klar, wir sehen uns. Bis dahin,
Macht's gut.